Hallo zusammen, Jonas hier und im heutigen Video zeige ich euch mal meine Top-Mobility-Drills, die ich für mich entdeckt habe und die ich auch ganz gerne in den Kursen mache, die ich in meinen Personal Trainings anwende. Ich zeige euch heute mal, auf was ihr achten müsst und gebe euch mal ein paar quasi Drills und Übungen an die Hand, mit denen ihr euch perfekt für euer Training aufwärmen könnt. Das ist nämlich ganz wichtig, denn Laufband und Fahrrad ist zwar sehr gut, um die Körpertemperatur zu erhöhen und einfach ein bisschen warm zu werden, ein bisschen anzuschwitzen, aber ihr solltet euch auch gelenkspezifisch aufwärmen. Das können einerseits Warmmachsätze in den einzelnen Übungen sein, die ihr dann im Krafttraining habt, aber auch Mobility Drills. Und um die soll es heute gehen. Ich habe euch ganz viele mitgebracht. Es reicht natürlich, wenn ihr immer so 2 bis 3 pro Muskelgruppen hernehmt, also beispielsweise 2 bis 3 für die Beine, 1 bis 2 Wirbelsäule, 2 bis 3 für Schulter, Handgelenke und so weiter. Je nachdem natürlich, was ihr auch an dem Tag trainiert. Das heißt, an einem Oberkörpertrainingstag braucht ihr auch nur den Oberkörper mit Mobility Drills aufwärmen. Und natürlich, wer merkt, er hat Defizite in gewissen Bereichen, bei mir zum Beispiel Hüfte ist immobil, über Kopfbeweglichkeit könnte besser sein, dann macht die natürlich auch gerne jeden Tag. Bei Mobility ist es nämlich so, im Gegensatz zu zum Beispiel Krafttraining, dass ihr euch quasi nicht übertrainieren könnt. Ihr braucht da jetzt keine Regenerationszeit, sondern bei Mobility gilt normalerweise, je öfter ihr sie macht, desto besser. Also los geht's wie immer nach dem Intro, viel Spaß beim Anschauen und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, ich werde die auf jeden Fall alle beantworten. Dann viel Spaß beim Anschauen und beim Nachmachen.
Cool, dass du bis jetzt noch dran geblieben bist. Wenn du noch Mobility-Übungen hast, die ich noch gar nicht kenne vielleicht, also deine Favorites, dann schreib die doch gerne mal in die Kommentare oder schick mir mal ein Video oder ein Bild davon auf Instagram. Instagram-Name seht ihr dann auch noch im Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen hoch, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.